Hallo, ich bin Karin Janner von Spielz. Wir sind Verlag, der Brettspiele in kleinen Auflagen druckt. Und im Zuge dessen habe ich mit der Community zusammen das Startspiel entwickelt. Ein Brettspiel zum Thema Social Media. Ja, und zwar ist es so gelaufen, ich bin auch Veranstalterin einer Konferenz zum Thema Kultur und Social Media. Die hat 2010 zum zweiten Mal stattgefunden und während wir die Konferenz geplant haben, ist uns aufgefallen, es gibt kein Spiel zum Thema Social Media. Also ich finde das ja immer ganz schön, wenn man an ein Thema spielerisch herangeht, und da ist mir die Idee gekommen, man könnte ein Brettspiel zu diesem Thema entwickeln. Und ja, das wollte ich nicht alleine entwickeln, sondern dachte, Social Media, da geht es ja um Community, um viele Leute, die irgendwo im Web sind und die Ideen haben. Man könnte das Spiel ja gemeinsam mit der Community online entwickeln. Ja, dann habe ich mal einen Blog aufgesetzt zu diesem Thema für die Ideenfindung und habe da mal reingeschrieben, liebe Leute, wir wollen so ein Spiel machen. Brainstormt mal wild vor euch hin, was gibt's für Ideen dazu, was wollt ihr denn eigentlich machen? Und rausgekommen dabei ist dieses Spiel, nicht sofort, es hat schon eine Zeit lang gedauert, also wir haben da so einen Monat Entwicklungsphase gehabt. Wichtig war uns dabei, dass es ein Spiel ist, wo man einen Lerneffekt hat, aber das auch richtig Spaß macht. Ja, unser Ziel mit dem Spiel ist, dass Anfänger und Mittelfortgeschrittene ins Webleben eingeführt werden und so ein Gefühl dafür kriegen, was ist das für ein Medium, was kann ich da machen, was kann mir passieren, was passiert, wenn ich mich mit Leuten befreunde und die machen dann irgendwas im Web, hat das Auswirkungen auf mein Webleben oder ist das völlig egal? Und Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Freunde einzusammeln, Geld einzusammeln, eine Community aufzubauen und am Ende schlägt sich das dann in Credits nieder. So, jetzt kommen wir mal zu den Elementen von diesem Spiel. Wir haben hier ein Profilblatt, so haben wir das genannt. Hier kann man Accounts eröffnen auf einer Community, auf einer Videoplattform, auf einer Fotoplattform, wie im richtigen Webleben. Und hier auf dem Spielfeld gibt es mehrere Bereiche. Die grünen sind Online-Bereiche, die farbigen sind Offline-Bereiche, wo man nicht ins Internet kann. Also ihr müsst euch immer so vorstellen, so funktioniert das im Internet auch. Wir haben versucht, das alles so abzubilden, wie das der Realität entspricht. Was kann man hier machen? Jeder bekommt eine Spielfigur und läuft im Uhrzeigersinn entlang, ist manchmal online, manchmal offline, kann, wenn er online ist, etwas posten, etwas kommentieren, dazu habt ihr diese Karten. Wenn ein Freund von euch irgendwas postet oder kommentiert, dann wirkt sich das auf euer Webleben auch aus. Also wenn der jetzt zum Beispiel Freunde gewinnt oder Freunde verliert, weil er sich gut oder schlecht verhält, gewinnt ihr auch Freunde dazu oder verliert auch Freunde. Ja, also das ist jetzt das Spiel. Und zwar die erste Version dieses Spiels. Im Web entwickelt sich ja alles weiter, und zwar ziemlich schnell, und verändert sich. Und darum haben wir gesagt, auch dieses Spiel soll jetzt nicht endgültig so funktionieren, sondern wir haben das unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Das heißt, jeder, dem was dazu einfällt, kann das nehmen und weiterentwickeln, kann seine eigenen Ideen einbringen. Es gibt auch noch weiterhin diese Website, dieses Blog zu dem Spiel. Dort kann das runtergeladen werden, kostenlos. Und jeder kann seine Ideen einbringen, neue Ereigniskarten texten. Und ja, wir freuen uns sehr auf euren Input und wenn ihr mitmacht.